Egal ob Jungprofi, Neuzugang oder alter Hase, zum Tiger Sommertraining gehören Stoppuhr, Laufschuhe, Medizinbälle, ein Schlitten und sehr viel Schweiß. Das Motto: Grundlagen schaffen. Schon anstrengend, aber so muss ja sein. Ich denke, die Saison ist sehr lang und deswegen müssen wir uns im Sommer gut vorbereiten. Und ja, anstrengend, aber es macht Spaß. Wir sind eine große Gruppe dieses Jahr, da macht es alles ein bisschen mehr Spaß. Und nee, ist vollkommen okay und gehört dazu. Neu dabei Thomas Heigl, der 21-jährige Stürmer, kommt aus München nach Nürnberg und will sich hier etablieren. Das hat mir einfach ein äußerst gutes Gefühl gegeben. Mit dem Standort, wir sind ja nur nah an der Horn, wir sind in Bayern. Wir haben eine gute Philosophie von dem Verein und entspannte Leute. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und deswegen habe ich das gemacht. Der Kaderumbruch bei den Ice Tigers ist im vollen Gange. Für Heigl und Co. heißt es jetzt kennenlernen. Ein super netter Kerl. Bringt wieder den bayerischen Dialekt wieder ein bisschen nach Nürnberg. Erinnert an die Zeiten früher mit Leo oder mit Lindy. Aber es sind alles sehr gute Jungs, sind sehr motiviert. Und wie gesagt, ich glaube, vom deutschen Kern im Sommer sind wir ganz gut aufgestellt, auf jeden Fall schon. Ich mag eigentlich mich einfach in der DL etablieren, in die 3 Jahre, wo ich jetzt da bin. Und deswegen habe ich das auch gemacht, weil ich glaube, das ist ein guter Standard, um für sich selber so weiterzuentwickeln. Ich mag einfach ein gestandener DL-Spieler werden und ich glaube, das war der gute Schritt, wenn ich jetzt mache. Und dafür wird schon jetzt konzentriert gearbeitet. Alle Spieler müssen zum Start ab 5. August fit sein. Ausreden gibt es da keine. Der Fokus, glaube ich, ist ein bisschen auf Power, Kraft und Speed gelegt bei uns. Und das gibt es immer ein paar Bereiche in der Woche, die wir machen. Und zurzeit ist Power, Kraft und Speed. Wir haben mehrere Bausteine. Also natürlich einfach Grundlage aufbauen, dass wir unter der Saison dann fit sind, aber auch natürlich ein bisschen Verletzungsprophylaxe. Das ist auch sehr wichtig, weil wir doch letztes Jahr einige Verletzungen hatten, leider. Eines fehlt allerdings in Nürnberg noch aktuell. Die Eishockeyspieler sitzen und trainieren auf dem Trockenen. Jetzt geht's noch. Also wir haben ja doch noch, also ich habe ja noch beim DEB ein bisschen gespielt bis Ende April. Deswegen ist es aber noch gar nicht so lang bei mir, aber klar, das kommt dann alles im Juni, Juli, freut man sich dann schon langsam wieder, dass es Richtung Eis geht. Man will schon gerne mal wieder aufs Eis gehen und das macht auch Spaß, aber ich muss auch sagen, im Sommer bin ich mal froh, wenn ich mal nicht immer auf dem Eis stehe. Macht auch Spaß im Kraftraum oder halt auch draußen irgendwas zu machen und dann vermisse ich das nicht ganz so, aber ab und zu wäre schon mal schön, wenn man wieder aufs Eis gehen kann. Das dauert noch ein wenig und bis zum DEL-Saisonstart gibt es in Nürnberg und für die Tiger noch einiges zu tun.